Da gibt es dann wohl auch einfachere Möglichkeiten, ne? Einmal weggucken, bitte. Ah, das war gut. Ich fühle mich erfrischt. Hallo und willkommen zurück zu ARK Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute wieder so ein bisschen was vor in der Basis. Das heißt, es wird so ein bisschen gemütlicher laufen. Es gibt noch ein paar Dinge, die echt wichtig sind und die wir schon viel früher hätten machen sollen. Dörte ist ausgewachsen. Die hat einen langen Hals, ne? Wir haben auch einen neuen Besucher hier. Da vorne ist so ein Bronto unterwegs. Ich weiß nicht, was der für ein Level hat. Können wir mal checken. Ein Level 35er, okay. Wenn der hier die ganzen Bäume platt macht, dann müssen wir den vielleicht wegräumen, ne? Das geht ja wohl nicht. Ist der alleine? Ich glaube, der ist alleine, ne? Ich glaube, der ist einsam. Der kommt bald zu uns. Der sucht so ein bisschen Gesellschaft. Ja, wir haben ja noch gar keine Toilette stehen. Das ist natürlich schon was ziemlich Wichtiges. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir heute unsere Toilette anschließen. Bam, bam. Die sind super praktisch. Die hätten wir auch schon früher bauen können, sollen, müssen. Allein schon wegen Dünger. Ich glaube, wir stellen die auch so hier in die Ecke. Ne? Sollen wir so ein kleines Toilettenhaus bauen? Das wäre schon ganz cool, ne? Vielleicht bauen wir so ein kleines Toilettenhaus mit dazu. Nehmen wir so eine Foundation. Und dann setzen wir das hier hinten so in die Ecke, oder? Das muss ja nicht ganz... Kann so ein bisschen in die Wand reinstehen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Dann ist es nicht so groß, braucht nicht so viel Platz. Und dann können wir das nicht irgendwie noch... Genau, wir können es ja noch so ein bisschen tiefer legen, dass das mit dem Boden so ein bisschen besser passt. Dann brauchen wir keine Rampe. Machen wir das mal so. Ich glaube aber, das Grünzeug steht dann durch, ne? Mal schauen, ne? Machen wir halt so ein bisschen hoch. Bam, genau. Da steht so ein bisschen Grünzeug. Ah, das ist verschwunden. Hat funktioniert. Perfekt. Und dann bauen wir dann so ein paar coole Wände mit ein. Brauchen wir dann noch so ein Fenster zum Rausgucken? Ich weiß nicht. Wir könnten noch ein Fenster mit reinmachen. Da können wir ja so eine Luke dran machen oder so. Bam, bam. Dass man ein bisschen Licht hat beim, ihr wisst schon. Und... Dann können wir jetzt die große... Nehmen wir mal die kleine Tür. Die passt hier irgendwie besser, oder? So. Dann stellen wir das Ding da rein. Das braucht jetzt, glaube ich, keine Rohre, sondern... Das schließt sich automatisch an unser Wassernetzwerk hier an. Also. Hier rein. Bäm. Perfekt. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon angeschlossen ist, das Gerät. Wollen wir das mal ausprobieren? Da gibt es auch einen ziemlich coolen Trick... Ich habe das noch nie ausprobiert. Wir müssen das jetzt unbedingt testen, dass wir sehen, ob das funktioniert. Man kann, glaube ich, auch so Fleisch mit runterspülen quasi. Und ich glaube, das wird dann schlecht. Das testen wir jetzt mal. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist natürlich dann auch super praktisch. Es gibt ja extra Mods dafür, um so Spoiled Meat zu bekommen. Da gibt es dann wohl auch einfachere Möglichkeiten, ne? Einmal weggucken, bitte. Ah, das war gut. Ich fühle mich erfrischt. Okay, und dann können wir jetzt abspülen. Flasch. Jetzt haben wir Dünger bekommen, super gut. Ja, und das Fleisch ist schlecht geworden. Also das funktioniert auch. Das ist ein wirklich cooler Trick. Wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Also für Dünger... Aber wir haben doch nur einen Dünger bekommen. Das war hier... ja, die haben uns ausgetrickst. Ist nur ein Dünger. Packen wir direkt irgendwo mit rein hier. Bam. Schnecke geht's gut. Machen wir hier wieder zu. Okay. Also wirklich cool, wenn man schlechtes Fleisch braucht, eben um Narkotik herzustellen, dann kann man das hier ganz fix organisieren. Da braucht man dann auch keine Mod für. Das geht super gut hier mit dem Vanilla Ark. Und wir brauchen jetzt noch eine Tür, ne? Tür und so ein bisschen Dach. Wir können ja so ein Thatchdach drauf bauen vielleicht. Nehmen wir mal so eine Tür mit. Tür, haben wir sowas? Da sind Türen. Nehmen wir so eine ganz normale, schlichte Tür. Und Fenster können wir auch noch mitnehmen, ne? Windows? Oder sowas? Das sind Thatch, Door und Window. Ach, das ist ja dasselbe, ne? Door und Windows. Gut, nehmen wir mal vier mit. Und dann können wir da direkt noch Fenster reinmachen. Da gibt es auch so coole Möglichkeiten. Das hat sich so krass verbessert, das Bausystem. Kann man kaum in Worte fassen. Da haben wir die Tür. Da können wir zum Beispiel entscheiden, wo der Türgriff ist, ne? E to flip.
Können die auch. Genau, wir können den Türgriff auch nach rechts machen. Das ist hier aber falsch rum eingebaut, glaube ich, ne? Dazu? Ja, die ist jetzt falsch rum eingebaut. nimm doch mal hoch. Das ist alles nicht ganz so einfach. Aber da gibt es super viele coole Möglichkeiten. Genau. Flip und Snaps. Aber die kann man doch auch andersrum einbauen. Ich kann da überlegen. So. Kuh dreht einfach. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Okay. Also, wenn wir dann jetzt normal rangehen, ich nehme die Tür nochmal neu raus, dann ist die, glaube ich, wieder resettet. Nee, ist sie nicht. So. Also, wenn wir jetzt normal rangehen, dann würde die Tür so platzieren. Ne? Grün heißt Außenseite stimmt. Wenn ich jetzt Q drücke, dann dreht die sich, aber die dreht sich direkt mit der Innenseite nach außen. Türgriff ist jetzt rechts. Dann drücken wir nochmal E und dann passt es. So, dann haben wir den Türgriff an der Seite, wo wir ihn haben wollen. Sehr cool. Und bei den Fenstern geht es natürlich auch. Da können wir auch wählen. Nee, Tür brauchen wir, ne? Genau. Da können wir auch wählen, wo die aufgehen sollen. So platziert ihr jetzt normales Ding. Jetzt können wir mit Q die Snaps durchswitchen. Jetzt geht es, glaube ich, nach unten auf. Und so nach oben? Nee, so nach unten, ne? Und so nach oben, glaube ich. Test. Jawohl. Das ist so genial. Da hat sich so viel verbessert im Bausystem. Jetzt muss er hier nochmal drehen. Der Griff ist unten, müsste passen. Am Griff sieht man das ganz gut, in welche Richtung das dann öffnet. Machen wir mal nach außen auf. So. Yeah, jetzt haben wir so richtig schöne Hebeflügelfenster-Dings. Sieht ganz witzig aus. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Dach. Da setzen wir oben noch ein schönes Dach drauf. Einfach Flachdach oder... Nee, machen wir mal so ein Spitzdach-Dingens. Bam. Okay. Mit Thatch. Bam. Jawohl. Jetzt haben wir da so ein richtig schönes Outhouse stehen. Super gut. Haben wir schon getestet. Funktioniert. Da können wir schnell Dünger organisieren, schlechtes Fleisch. Und das ist auf jeden Fall absolut empfehlenswert, das gerade früh im Spiel zu bauen. Ne? Wenn man keinen Dünger hat, keine Käfer hat. Jetzt haben wir eh Käfer und genug Dünger, das heißt, wir brauchen das nicht so dringend. Schlechtes Fleisch haben wir auch schon jede Menge, weil wir so viel farmen. Aber das haben wir irgendwie verschlafen, das Ding hinzustellen. Das verschlafe ich, glaube ich, jedes Mal. Ich mache das immer viel zu spät. Was auch ziemlich cool ist, man kann ja diese Kisten inzwischen auch stacken, ne? Also hier geht das nicht. Das habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Hier können wir die stacken. Da ist, glaube ich, der Felsen irgendwie im Weg. Wir könnten hier die Dodos mal runternehmen. Die brauchen auch mal ein gescheites Zuhause, ne? Wir müssen uns heute mal darum kümmern, dass die Dodos auch ein Zuhause kriegen. Ich glaube, wir bauen mal so einen kleinen Hühnerstall. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Es gab ja so Mods für Hühnerställe. Aber wir machen jetzt mal so einen Vanilla-Hühnerstall heute. Und vorher bauen wir da mal so eine Kiste drauf. Das wollen wir mal sehen, wie das funktioniert. Für zwei Kisten. Genau, dann kann man die hier alle wunderschön der Reihe nach öffnen. Kommt da überall gut ran. Da sind die Sättel drin. Dann machen wir hier drei Sättelkisten oder sowas. Das ist halt mega cool, ne? Ich weiß nicht, ob man Schränke stacken kann. Habe ich noch nicht probiert. Aber man kann auf jeden Fall manche Items jetzt stacken. Haben wir noch irgendwo einen Schrank stehen? Nee, ne? Da ist einer. Large Storage Box. Die kann man, glaube ich, nicht stacken. Man kann die so nebeneinander setzen, aber nicht stacken. Das wäre zu schön. Aber die sind auch ziemlich hoch, da macht das nicht so super viel Sinn. Aber echt cool mit den Kisten, gefällt mir. Da kann man die Sachen halt super sortieren dann auch. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt mal unserem Hühnerstall. Der muss ein bisschen größer werden. Ich glaube, wir bauen den hier drüben hin, weil das so ein bisschen unsere Landwirtschaftsecke hier ist. Wo wollen wir die denn hinstellen, den Stall? Wollen wir den hier mit so in die Nähe bauen? Wir können ja auch den Snap ausmachen. Ja? Nee? Bei Foundations geht es nicht, also da hat man immer noch diesen Zwangsnap quasi. So, wir können aber. Wir können das da trotzdem irgendwie gut platzieren. Der Brondo geht da immer noch spazieren. Vielleicht hier vorne? Aber dann haben wir den Eingang irgendwie so versperrt. Oder wir stellen es hier vorne mit hin. Machen hier außen rum so ein bisschen. Bauen uns hier so ein bisschen aus. Bam. Dann legen wir das wieder so ein bisschen tiefer. Vielleicht so. Bam, bam. Und dann toben wir uns aus, ne? Wir probieren jetzt mal ein Hühnerhäuschen aus. So ein schöner Hühnerstall kommt hier hin.
Da habe ich auch schon Ideen. Da weiß ich auch noch nicht, ob das funktioniert. Das sind jetzt alles einfach mal so Ideen. Und wir müssen jetzt mal testen, wie und ob das funktioniert. Ich würde hier dann keine Tür reinsetzen. Oder wir machen vielleicht trotzdem eine Tür, dass man auch als Mensch da gut reinkommt. Aber eigentlich ist das ja ein Hühnerstall. Also die Hühner müssen vor allem mal gut reinkommen. Und da habe ich so einen guten Plan. Wir haben nur noch eine Tür, ne? Die nehmen wir jetzt mal als Fenster, die Tür. Und dann machen wir das wieder so, dass der Griff oben ist diesmal. Nee, oben. Ach, das kann man auch irgendwie so... Ah, so funktioniert das. Und dann machen wir das wieder auf. Und dann testen wir, ob wir da reinkommen auf die Art. Das ist jetzt mal die Idee. Mal schauen, ob das funktioniert. Vielleicht holen wir uns noch kurz so eine Foundation. Wir müssen mal den Bronto wegbeißen. Ich hole mal kurz so eine Triangle Foundation noch. Die könnte da helfen beim Reinkommen. Oder ich weiß noch nicht, vielleicht nehmen wir auch eine Treppe irgendwie. Hier haben wir eine Triangle Foundation. Was haben wir denn noch für Optionen? Das ist jetzt ein bisschen hoch, dieses Klappfenster, ne? Wir müssen da irgendwie hochkommen, gescheit. Dann haben wir noch ein paar. Was brauchen wir denn noch? Foundations haben wir nicht mehr. Ah, die haben wir schon verwendet, ne? Das sollte passen. Gut, wir gehen jetzt einfach nochmal los. Mir fällt jetzt gerade nichts so Gutes ein. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran rumbasteln. Oh, der Bronto muss jetzt weg. Der macht uns ja alles kaputt. Den räumen wir mal fix auf. Oh nee, dann gibt's hier Stress, ne? Da kommen bestimmt Tiere und helfen uns. Ich habe schon einen Baum wieder umgerannt. Also bei uns wird nicht viel überleben auf Dauer hier. Aber ist ja immer so. Der Baum, nein, das ist mein Lieblingsbaum. Lass den Baum. Hör auf damit. Ich lock ihn mal ein bisschen weg. Okay, bis jetzt ist noch keine Hilfe gekommen. Das ist schon mal gut. Der Baum steht auch noch. Super. So, wir beißen jetzt den Bronto zusammen. Das kann ein bisschen dauern. Ah nee, der blutet schon so ein bisschen. Der flieht schon. Easy. Nee, die schönen Palmen. Hör auf damit. Erwischt. Okay. Hast du eine Tasche? Nö. Alles klar. Ja, ist schon wieder ein bisschen lichter jetzt. Oh, wir müssen langsam gehen. Wir gehen mal langsam. Ich glaube, da machen wir die Bäume nicht kaputt. Oh, du bist aber sehr langsam. Das werden wir überladen. Gehen wir mal hier unten rum schnell. Das ist vielleicht doch die bessere Variante. So. Und dann bleiben wir immer stecken. Der kann ja so richtig gut sliden, ne? Aber das funktioniert halt fast nie. Meistens bleibt er im Boden stecken, wenn man aufhört zu sprinten. Aber gut. Bleib mal da stehen, Brüllmonster. So. Wenn wir hier jetzt diese spitze Foundation drunter basteln, dann sieht das komisch aus, ne? Da ist sie. So. Dann kommt man da so ein bisschen leichter. Ah ja, jetzt kommt man da hoch. Können wir da reinkriechen? Das geht, das funktioniert. Leute, das klappt. Wir können hier so reinkrabbeln. Mega gut, das lassen wir auf jeden Fall so. Und die anderen, ich glaube, den Rest machen wir dann zu, ne? Weil das ist ein Hühnerstall, da sollen die ja geschützt sein vor Mardern und sowas. Weiß nicht, ob es hier Marder gibt. Das ist falsch, das ist so eine Secret Doorway. Brauchen wir nicht. Wir wollen eine normale Wand. Genau. Bam. Bam. Wir können es natürlich auch aus Thatch machen. Das sieht auch cool aus, ne? Aber ich glaube, die untere Hälfte machen wir mal aus Holz. Oben können wir jetzt aus Thatch machen oder wir machen die... Also kommt auf jeden Fall so ein Dach drauf, ne? Vielleicht so oder... Ich überlege gerade, welche Orientierung. Aber ich glaube, wir machen das so, dass das Dach so zu den Seiten abfällt, nicht zum Eingang. Bam. Und bam. Noch zwei. Und dann steht die Hühnerhütte. Der Hühnerstall schon. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Das ist ein bisschen ulkig mit der Foundation, aber da kommt man halt dann gut hoch. Ich finde das in Ordnung. Das kann man so machen. Hier ist das Ding so ein bisschen höher. Okay. Und da brauchen wir noch eine Tür, ne? Und dann können wir da eigentlich unsere Hühner schon einziehen lassen. Wir haben halt so viele Dodos, die müssen wir ja irgendwo unterbringen. Wir brauchen noch eine Door. Genau, Fiberwood und Thatch. Thatch, Wood und Fibers. Brauchen wir gleich ein paar mehr. Und dann setzen wir das Ding. Super cool, dann ziehe ich die ganzen Hühner um. Wir haben jetzt, wie viele haben wir denn?
5 oder so. 3, 4. Die verstecken sich alle. Da ist noch eins. Die sind überall. Die Hühner. Gut. Nehmen wir mal direkt eins mit. Schauen wir mal, ob wir... Aber wir haben ja sowieso eine Tür drin. Also alles easy. Wir können die zur Tür reinbringen oder durchs Fenster reinwerfen, wie wir wollen. Ohne werfen geht nicht, sonst werde ich sie nicht los. Wir können die nicht fallen lassen. Wir müssen immer werfen. Das ist schwierig. Oh, das ist zu klein. So, jetzt hat es ein paar Beulen. Ich glaube, das reicht. Dann nehmen wir doch die große Tür. Gut, dass wir eine große Tür eingebaut haben. Ich kann sie natürlich auch reinkrabbeln. Also selber reinbringen. So rum geht, oder? Passt. Also wir können einfach mit dem Hühnchen da reinkrabbeln und es dann drinnen rauswerfen. Das geht auch, ne? Wir brauchen keine Tür, aber eine Tür ist trotzdem cool. So, da hinten ist noch Dora irgendwo geparkt. Dora, wo bist du? Dora, komm mit. Dora ist auch irgendwie so halb durch... Oh, ich hab sie. Halb durch die Welt gefallen, nicht ganz. Okay, und dann müssen wir da immer raus zum Hühnereier sammeln. Wir haben ja keinen Eiersammler. Wir probieren das nochmal, ob wir da reinkommen. Mit Huhn? Weil die sind recht groß, ne? Was funktioniert? So. Dann können wir hier wieder raus. Und dann sind die sicher. Das ist praktisch mit den Sauropoden, ne? Die kann man hinstellen, wo man will. Man kommt trotzdem immer gut durch. Das ist schon angenehm. Die werfen halt nur viel Schatten. Das ist so ein bisschen dunkler dann alles. Wenn hier überall Sauropoden rumstehen. Das ist quasi eine Überdachung aus Echsen. Ein Echsendach. So, 2 oder 3 haben wir noch. Und dann müssen wir allgemein mal so ein bisschen aufräumen hier. Wir haben ja eigentlich auch eine Cryo-Fridge. Vielleicht sollten wir einfach noch ein paar Cryopods organisieren. Am Obelisken oder an einem Drop so ein paar Cryopods noch craften. Dass wir so ein paar Dinos dann auch noch im Cryopod einlagern. Dafür sind die eigentlich da. In der Cryo-Fridge. Im Pod, in der Fridge. Damit wir so ein bisschen mehr Übersicht hier haben. Und dass Tiere nicht durch den Boden fallen. Da wird gerade wieder irgendwas angegriffen, oder? Ich habe Schadenszahlen gesehen. Vielleicht täusche ich mich auch. So, da haben wir noch Doe und Megan. Die kommen natürlich auch mit. Und dann sind die Hühner erstmal versorgt. Worauf wir unbedingt auch achten müssen, ist hier die Sache mit den Feeding Troughs. Die haben eine ganz geringe Reichweite. Also wenn wir hinter den Raptoren eine Feeding Trough stehen. Und wenn wir mal gucken... Dörte ist versorgt. Ralf ist versorgt. Aber hier draußen wird es dann, glaube ich, schon eng. Ja, Bertha hat noch. Patricia hat auch noch. Ah ja, weil, okay. Funktioniert nicht mit dem Zeigen. Weil hier steht schon die neue. Die habe ich ja schon platziert. Das heißt, die sind alle versorgt. Aber ich wette, dass es... Also das hier dürfte so die maximale Reichweite sein. Können wir das nicht sogar einstellen, dass wir das sehen? Die ist wirklich super gering. Da muss man wirklich darauf achten, dass die Tiere auch... was abkriegen. Genau, also hier ist die schon vorbei, die Reichweite. Die beiden draußen hier kriegen nichts mehr ab. Krokodil kriegt nichts mehr ab. Deswegen stellen wir überall Feeding Troughs auf. Ist halt super umständlich. Müssen wir überall gucken, dass die richtigen Sachen drin sind. Weil die Dinos fressen ja auch alle unterschiedliche Sachen inzwischen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber gut. Ich habe Mejos. Das sind die einzigen Beeren, die wir noch haben. Wir müssen mal wieder Beeren sammeln. Fisch. Irgendwer isst sehr gerne Fisch. Lieber als Fleisch. Oh ja, irgendwer liebt Fisch. Wer ist denn hier der Fischfresser? Keine Ahnung, die Dodos? Wer isst denn den ganzen Fisch auf? Jetzt bin ich verwirrt. Wir haben hier jemanden in der Nähe, der sehr gerne Fisch isst. Die hier drin essen, das sind Käfer und Schnecken. Die essen keinen Fisch. Wir haben das Krokodil. Isst du Fisch? Nee, ne? Da muss irgendwie ein Haifisch in Reichweite sein. Die sind alle versorgt jetzt, ne? Du isst kein Fisch. Du hast Fisch, du isst keinen. Super komisch. Wen haben wir denn hier in Reichweite? Also wir haben ja einen Haifisch, der ist da draußen. Der ist durch eine andere Feeding Trough hoffentlich versorgt. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht geschaut. Also wir haben hier eigentlich niemanden. Ich mach mal hier das Overlay an, dass wir die Overlays auf größere Entfernung sehen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wer das ganze Fischzeug gefressen hat.
Genau, da unten ist Heino. Den habe ich schon extra umgeparkt, damit er auch was abkriegt von der Feeding Trough. Das kann man wieder stacken hier. Da haben wir gut viel Fisch. Da kann man ein bisschen was mitnehmen. Ganz viel schlechtes Fleisch. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wer hier den Fisch gefressen hat. Wir haben ja in der anderen Feeding Trough auch immer Fisch am Start. Das heißt, eigentlich sollten alle mit Fisch gut versorgt sein. Wir haben hier nur Dodos in Reichweite. Dodos und Käfer. Vielleicht fressen Dodos neuerdings Fisch. Die fressen immer noch Fisch. Wer auch immer das frisst, aber der hat immer noch Hunger gehabt. Na gut, auf jeden Fall haben wir alle versorgt, ne? Vielleicht standen Carla und so, aber die essen Fleisch. Die essen doch am liebsten Fleisch, die Kanus. Vielleicht wisst ihr, wer den Fisch gegessen hat. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, wer den gefressen hat. Würde mich aber sehr interessieren. Normalerweise, wenn wir einen Otter hätten oder so. Aber der Otter ist ja... Der ist sofort gestorben. Wir haben mal einen Otter gezähmt, ganz kurz, ne? Da oben, da haben wir die Reichweite nicht. Der Quetzal kann es nicht gewesen sein. Ich bin super verwirrt. Na gut, Hauptsache alle sind jetzt satt. Es hat sich gelohnt, die hinzustellen. Irgendwer war nicht versorgt. Okay. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich glaube, wir ziehen uns mal ein Steak rein oder zwei. Und dann schauen wir mal, dass wir uns einen Kocher hinstellen. Wir sind ja immer mal wieder am Kochen. Veggie-Cakes und Kibbles und so weiter. Ich wollte schon wieder Kibbles kochen, aber da fehlen uns noch die Eier. Vor allem so Exceptional-Eier haben wir noch nicht. Wir haben irgendwie ganz große und kleinere Eier, aber die mittelgroßen fehlen irgendwie scheinbar. Das heißt, wir müssen mal so ein paar mehr Eierleger zähmen. Wir brauchen so eine Eierfarm. Und dann brauchen wir halt ein Gerät, womit wir das Zeug kochen können. Weil das ist sonst zu aufwendig in dem kleinen Kocher. Das heißt, wir gehen auch mal hier rein zu Schneggy. Schneggy hat nämlich unser ganzes Polymer gespeichert. Da bin ich immer fleißig am Sammeln. Wir nehmen einfach mal eine ordentliche Ladung mit. Und natürlich die Achatina Paste. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Und eigentlich lassen die ja auch immer so Schleimbrocken fallen. Da ist die Schleimspur. So Polymer-Schleimbrocken, ne? Ist das hier mit drin? Organic Polymer? Das sieht alles gleich aus. So ein Schneckenpolymer gibt es, glaube ich, auch noch, ne? Das sehe ich jetzt hier nicht. Sie ist auf Wandering. Genau, das ist aktiv. Müssen wir mal beobachten, wie das jetzt aktuell funktioniert. Gut. Das nehmen wir alles mit. Metall haben wir hier schon vorbereitet. Das heißt, theoretisch sollten wir uns den Kocher jetzt bauen können. Öl haben wir ohne Ende. Da haben wir richtig viel gesammelt. Das ist super gut. Kriegt man da ganz gut von den Basilosauriern, ne? Und Metall haben wir auch am Start. Cementing Paste reicht aus. Dann brauchen wir jetzt nur Slots, ne? Das Ding ist nämlich voll. Okay, was machen wir da? Wir haben ein bisschen viel Öl fast. Ein bisschen Öl brauchen wir natürlich. Das nehmen wir mal raus. Wir nehmen raus das Holz. Wir brauchen doch kein Holz hier, oder? Oder wenn, dann nur wenig. Dann haben wir zu viel Sepp drin. Ziemlich viel Leder brauchen wir auch nicht. Zu viel Holz immer noch. Ist schwierig. Wir haben zu wenige Slots, um so Riesensachen zu craften. Die Zähne gehören da nicht rein. Keine Ahnung, wie die da hinkommen. Das nehmen wir mal raus. Keratin muss da auch nicht drin sein. Dann packen wir die Sachen hier drüben rein. So. Zähne gehören woanders hin. Das Öl noch. Bam, bam. Und dann müssen wir das Ding noch anmachen. Gucke, wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 300. Gib mir mehr Slots. Okay, das ist immer blöd mit den Slots. Obsidian können wir ein bisschen was rausnehmen. Metall brauchen wir. Wir können ein bisschen Metall rausnehmen. Noch mehr Chitin. So viel brauchen wir auch nicht. Ich habe schon mal so einen Air-Conditioner hergestellt. Wir können auch mal so ein paar von den Electronics auslagern. Aber hier ist dann auch voll bald. Den Air-Conditioner. Den könnten wir schon mal... Nee, den bauen wir später irgendwo hin. Gucke. Let's go. Und dann müssen wir das ganze Polymer wieder
wegräumen, das, was wir nicht gebraucht haben. So, dass das nicht schlecht wird, umso wieder in die Schnecke. Den Conditioner lassen wir mal drin. Dann nehmen wir den Cooker noch mit. Bam. Oh, das wird so ein Upgrade. Ihr wisst nicht, wie viel einfacher das ist. Gehen wir hier rein. Wenn man so einen Kocher hat und das nicht alles an dem kleinen Mini-Kocher machen muss. Das ist so angenehm. Bam. Oh, wir können ein bisschen leveln, ne? Gehen wir wieder weiter in Gewicht, oder? Ich weiß nicht, was da wichtig ist. Food? Nee, ich glaube, es ist egal. Ich glaube, Gewicht ist das Wichtigste für unseren Kühlschrank. Den Schneckenkühlschrank. Und der Cooker kommt, glaube ich, hier oben rein. Dann haben wir echt schon wieder viel geschafft. Einige Upgrades. Wir bräuchten auch mal Licht, ne? Dafür werden wir uns mal einen Mord holen oder wir bauen die Vanillalichter ein, ne? Wir könnten auch die Vanillalichter nehmen. Wir haben ja überall Strom. Das machen wir, glaube ich, noch, weil das ist echt überfällig. Ist ja stockfinster. Das ist ja die Ostseite. Hier haben wir immer nur Morgensonne. Mal den hier hinstellen, so in die Mitte. Vor die beiden Fenster, dann sehen wir überhaupt nichts mehr. Da hinten muss frei bleiben. Da habe ich andere Pläne. Wir können auch diesen Snap mal ausstellen. So. Ich glaube, wir stellen das einfach hier mittig vor die Fenster. Ein bisschen komisch, ne? Aber es geht auch gar nicht anders. Das ist die Wasserreichweite. Aber ich glaube, wir haben ja mehrere Wasserquellen. Das sollte eigentlich passen. So. Wir haben ja auch noch eine Wasserquelle von hier irgendwo. Da steht auch irgendwo so ein Wassertank. Aber wir brauchen unbedingt Licht. Powered. Not irrigated. Vielleicht haben wir doch keine Reichweite hier. Mal schauen. Ach, der steht da hinten, der Wassertank, ne? Das heißt, wir brauchen noch einen Wassertank. Das ist aber kein Problem. Da haben wir bestimmt noch welche auf Lager, oder? Ein Wassertank? Nö. Immer nicht. Wir haben so ein Metall. Ah, Metal Water Tank. Der hat bestimmt eine größere Reichweite, oder? Nö, ich glaube nicht. Ja, vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Gut, machen wir hier auf. Und bam. Und jetzt stellen wir den hier unten mit rein. Der ist hier in Reichweite von unserem... von unserer Quelle. Hier unten ist irgendwo der Zapfhahn, genau. Stellen wir das hier oben rein. Der hat eine Mini-Reichweite, dieser Zapfhahn. Stellen wir das hier rein. Haben wir eine gute Reichweite. Und... bam! Irrigated. Das ist extrem buggy alles immer noch, ne? Das funktioniert im Singleplayer nicht. Wir müssen das Spiel einmal neu starten, bis der Tank voll ist. Es funktioniert, es funktioniert. Ich nehme alles zurück. Es wurde gefixt. Jawohl. Ich liebe es, wenn mal Sachen gefixt werden. Das dauert meistens länger. Perfekt. Dann müsste das Ding eigentlich auch versorgt sein. Es funktioniert. Wir haben Wasser. Power und Wasser. Wir können direkt loslegen mit dem Kochen. Super. Dann packen wir alles um aus dem kleinen Kocher hier in den großen. Und dann sollte das alles laufen. Gut. Da steht auch eine Feeding Trough. Da vorne müssen wir auch noch eine mit dazustellen, dass da vorne auch die Tiere versorgt sind. Und die Vögel oben, die sind, glaube ich, auch gerade nicht versorgt. In unserer Vogelvoliere oben. Und wir bauen noch kurz Lichter, ne? Was gibt's denn da? Lights oder so heißen die, oder? Light? Flashlight. Können wir mal freischalten. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Wir schauen mal hier runter. Das müsste da irgendwo dann auftauchen. Es gibt ja so Tech-Lichter, glaube ich. Es gibt aber auch so normale Stromlichter quasi. Da gibt es ja unterschiedliche. So Scheinwerfer, genau, Lampposts. Kamera brauchen wir unbedingt. Und Omnidirection. Ich glaube, das sind die beiden, die es gibt. Ne? Aber gibt es nicht welche, um die an die Wand zu kleben? Ich glaube, es gibt noch welche zum an die Wand kleben. Oder waren die modded? Ich habe so viel modded gespielt. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir schauen mal, ob wir da noch irgendwas finden. Wir müssen dann unbedingt mal die ganzen Sachen freischalten. Aber ich glaube, wir haben nicht genug Engram Points. Wir müssen so ein bisschen schauen. Large Cellar Door. Das ist so eine Headframe vom Keller. Nee, ich sehe kein Licht mehr. Laser Attachment. Nur unbedingt. Heavy Miners Helm, der ist voll praktisch mit Licht. Und das dürfte alles Licht gewesen sein. Da kommt nur noch Tech-Licht. Also es gibt nur die beiden Posts, ne? Dann stellen wir halt irgendwo so Posts hin. So Lamp-Posts. Okay. Bauen wir mal so ein paar Posts. Post?
Da gibt es die Omnidirectional in alle Richtungen. Die sind nicht so teuer, die Sachen, ne? Kann man mal machen. Und halt diese Scheinwerfer-Dinge, die sind auch ganz witzig. Aber ich glaube, die Omnidirectional sind die, die man meistens verwendet, ne? Nehmen wir mal so ein paar mit. Und dann werden die da irgendwo verteilt. Noch ein, zwei von den normalen. Achso, jetzt macht er erst die anderen. Na gut. Strom haben wir schon gesorgt. Ich weiß nicht, wie weit da die Reichweite ist, aber die ist deutlich besser als bei Wasser. Wir haben ja hier den Generator stehen. Wir können den auch mal anmachen kurz. Dann sehen wir das. Also die Reichweitenanzeige. Turn off. Access. Show range. Dann sehen wir das, wie weit das hier zum Beispiel rausgeht. Okay. Das ist aber eine ziemlich geringe Reichweite. Das ist ja Glück, dass der Kocher da noch in Reichweite steht. Oh, wir haben den ja perfekt platziert. Der hat gerade noch so diesen Außenbau hier mit drin, in der Reichweite. Okay, das war wirklich genial platziert. Besser geht nicht. Machen wir das wieder aus. Da ist alles drin, was wir brauchen. Bis auf das Schloss oben. Und, ah ja, hier müssen wir hin. Nehmen wir noch die beiden Lampen mit. Dann gucken wir mal. So. Dann gibt's jetzt Licht. Kann man das auch, ich glaube, da konnte man auch die Farbe verändern, ne? Das wäre halt schon wichtig, sonst ist das hier so nicht so schön. Schauen wir mal da ein. Daneben die Tür. Mal hier neben die Tür. Bam. So, machen wir mal an das Ding. Das ist hell. Das ist gut. Ist das ein PIN-Code? Light Intensity? Oh, da kann man jetzt richtig viel einstellen. High. Ist auf High, glaube ich. Inventory. Das hat ein Inventar. Place a battery to power. Man kann die auch mit Batterien antreiben. Das ist cool. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Das ist total grell. Vielleicht nehmen wir noch ein zweites, dann fällt es nicht so auf, dass es so grell ist, ne? Nummer zwei platziert. Vielleicht, das ist meine Hoffnung. Man sieht auch das Licht schon, bevor die platziert sind. Das ist ganz gut. Dann kann man das so ein bisschen einschätzen, was man da beleuchtet. Bam. Ich glaube, man hat es gesehen, ne? Bin mir nicht sicher. Okay. Ja. Grell. Aber hell. Und hell ist gut. Da werde ich so ein paar mehr von überall einbauen. Wir könnten hier auch so ein Außenlicht, so einen Scheinwerfer mal nehmen. Der leuchtet, glaube ich, von mir weg, ne? Früher hat er, glaube ich, immer in meine Richtung geleuchtet. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Leuchten wir mal die Treppe so von außen. Das könnte ganz cool aussehen. In eine Richtung. Machen wir an. Ja, der leuchtet doch zu mir. Ach, der leuchtet so nach unten. Ist das denn überhaupt machbar und gut? Können wir den hier hinstellen? Wir müssen es ausprobieren. Sieht ganz witzig aus auf jeden Fall, oder? Wir haben so eine dunkle Ecke da. Kann man mal so machen, oder? Dann haben wir so ein bisschen Licht hier an der Basis. Vielleicht hier drinnen auch den einen oder anderen platzieren. Wobei das hier eigentlich auch ganz nett ist. Ne? Hier haben wir so ein bisschen Licht durch das Feuer. Und so. Schauen wir wieder aus, ist so laut. Wir haben ja ständig die beiden Öfen laufen. Der Grill läuft. Das ist eigentlich relativ hell hier. Da will ich kein so grelles weißes Licht. Das ist eher für unsere modernen Gebäude, oder? Ich glaube, das ist gut so. Ja, da haben wir wieder so ein bisschen was geschafft. Jetzt heißt es wieder Metall sammeln, Polymer sammeln und so weiter, dass wir da weiterkommen. Wir brauchen unbedingt mal die Forge. Die wäre ganz cool, wenn wir so größere Mengen Metall ranholen. Dann dauert es nicht so lange, das zu kochen. Na? Wir sind aber sowieso immer unterwegs, also ist eigentlich gar kein Stress. Wir gehen das ja ein bisschen ruhiger an hier mit dem technologischen Fortschritt. Aber wir kommen schon langsam weiter, so ein bisschen. Ja, wir sind jetzt immerhin schon beim Hühnerstall. Das ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Alles. Den kann man nur von innen wieder gescheit aufmachen, ne? Das ist ein bisschen doof. Weiß nicht, kann man das nicht irgendwie... Open in and out. Always out. Oh, es gibt so viele coole Sachen inzwischen. Man muss es nur ausprobieren, ne? PIN-Codes gibt es natürlich. Es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen. Auch die Tür always out und so ist eigentlich cool. Geht die immer nach außen auf. Das ist so nice. Und das finde ich auch echt cool mit dieser Hühnerrampe, oder? Was meint ihr? Ist die gut? Ich finde die mega. Okay,
Dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal gut sein für heute. Wir haben ein bisschen Neues ausprobiert. Wir haben endlich mal so ein bisschen Ascended-Sachen gemacht. Das, was es halt im normalen Ark vorher nicht gab. Zum Beispiel so coole Fenster, die nach unten öffnen. Kisten, die stacken und ähnliches. Wir müssen unbedingt mal so ein bisschen mehr Zeit hier zu Hause verbringen. Und natürlich auch die ganzen Technologien so ein bisschen vorantreiben. Vielleicht mal eine neue Rüstung. Die sieht zwar cool aus, ne? Aber man braucht ja auch mal Abwechslung. Es gibt ja auch noch weitere Optionen. Für heute müssen wir aber leider schon wieder Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.